Ihr wollt wissen, wie es bei Kaboom weitergeht? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir haben vor, hier unten, da kommen wir gleich zu, eine, wie heißt die hier, Smokeless Powder Fabrik, oder ich glaube, wie heißt das, Raucharmes? Rauchschwaches, Entschuldigung, rauchschwaches Pulver zu machen. Ich habe zwischendrin noch ein bisschen rumgebastelt, zweiten Bahnhof hier hin, dieser heißt jetzt hier Kaboom Input, Inbound meine ich. Das da drüben ist Kaboom Output, Outbound, so. Mein Gott. Irgendwie sollte dieses Band voller sein. Ach nee, dieses Band sollte voller sein. Also, da läuft gerade allen möglichen Kram an Schwarzpulver rein. Ob das so sinnig ist, weiß ich noch nicht. Das müssen wir noch gucken. Aber erstmal läuft der Kram hier rüber. Und ich habe einen Bypass gemacht, weil ich noch nicht weiß, wie ich genau rangehen will mit... Also die Idee ist halt, Sachen, die ich hier brauche, wie zum Beispiel diese Aluminium-Casings, um Turbo-Munition zu machen, die würde ich, glaube ich, hier reinbringen. Andererseits brauche ich ja auch für die Shatter-Rebars. Wie heißt das Zeug eigentlich hier? Weil Rebar heißt es ja nicht. Vor allem heißt es so nicht. Holzen? Nein. Wie heißt denn diese dämliche Pistole? Oh, das ist falsch. Was war denn nochmal der Codex? Codex ist O, ne? Genau, wegen Codex. Teile. Ausrüstung. Wenn es ist Ausrüstung. Das ist die Armierpistole. Nein, das ist natürlich doch Teile. Wo haben wir das Zeug denn? Ruft mal Stopp, wenn ihr es seht. Der war blöd, ich weiß. Der war mit Absicht. Scherbenstachel. Echt jetzt? Scherbenstachel. Okay. Wir wollen Scherbenstacheln ja auch hier machen. Das heißt, was ich für das Zeug bräuchte... Wäre halt einerseits die ganzen Vorprodukte hier. Was aber nicht so ein Problem ist, weil wenn ich das richtig im Kopf habe... Wo sind wir? Da. Also hier ist relativ nah dran auf jeden Fall auch Bauxit. Sogar rein. Ja, wäre normal. Was ist hier hinten? Normal. Also das hätten wir hier. Und dann ist... müsste hier in der Ecke irgendwo auch nochmal Schwefel sein. Wir haben hier auch die den Quarz. Den Quarz benutzen wir schon. Also, wir haben hier vieles von dem Zeug, was wir dafür brauchen. Hier unten haben wir auch Eisen und Kupfer liegen. Also, wir könnten eigentlich alles hier hochbringen und die komplette Produktion von den Waffen hier machen. Das habe ich vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich muss ja auch noch den Turbotreibstoff machen. Den könnte man als Restprodukt von dieser Smokeless Powder, rauchschwaches Powder, Puder Produktion machen. Ja. Hier habe ich ein bisschen designtechnisch rumgespielt. Die gucken da oben raus. Ich weiß, das sollte auch so. Also ich wollte das. Da möchte ich eigentlich noch so ein Fenster reinmachen. Ich habe nun gerade kein Silikat da. Das wollte ich jetzt nicht extra holen. Und hier an der Seite habe ich einfach ein paar Schrägen gearbeitet. Habe mit den Säulen so gearbeitet. Ne, letztendlich von da unten bis da eine Säule gesetzt und dann hier oben nochmal eine drauf. Hier Viertelteil da dran gesetzt. Und hier hinten... Ganze so gemacht. Einfach weil. Oh, es gab ein Update. Die Viecher spawnen wieder. Hallo?
Hallo. Das ist ja wunderbar. Ich sehe auch mal wieder eine Bohne. Oh. Okay, auf die Distanz interessiert das einfach mal überhaupt nicht. Gut. Ja, die Festplatte war schon da. Okay. Jetzt hat mich das blöde Vieh ein bisschen aus dem Konzept gebracht. So. Wir müssen ein bisschen hier schauen. Weil ich möchte das eigentlich hier möglichst nebendran setzen. Guck mal. Schon leer. Ich höre einen, der ist mächtig wütend. Aber wo ist der? Also da hinten rannte einer rum, aber... Oh, da ist sowas. Okay. Wir haben ja hier richtig Spaß. Cool. Bist du das da hinten? Ah, da ist einer. Oh, da ist noch einer. Oh. Da war ein Baum im Weg, haha. Ah, die machen gar nicht mehr so viel Schaden. Komm her. Oh Mann, ey. Sollte auf jeden Fall keinen Shooter spielen. Gut, dass ich bei Far Cry ja schon quasi nichts mehr mache. Alter! 4 Magazine für so ein Vieh. Aber nicht cool. Ja, gucken wir mal. Warum machst du jetzt wieder hier Lärm? Okay, du hast Bock. Okay. Ja, schade. Gut, haben wir die kleine Explosion hier auch gemacht? Wunderbar. Den kriege ich nicht umgelegt. Hier. Den kriegen wir weg. Puff. Was habe ich eigentlich? Okay, wir haben ein bisschen Platz. Das gefällt mir ja so überhaupt nicht, wenn ich den hier nicht wegkriege. Ja, der ist riesig, aber warum kann ich den nicht wegmachen? Hallo. Da hinten ist auch noch Gefieß. Hm. Huh? Ich habe mächtig viele Fragen. Hm, offensichtlich wird das gerade eher hier so eine Shooter-Geschichte. Holy Crap, seid ihr gerade laut! Ich jetzt da hingebracht.
Oh, hi. Also richtig angreifen macht ihr auch noch nicht. Ihr kommt vorbei, aber... Das da gefällt mir nicht. So, nächster Versuch. Ihr habt gesagt, wir wollen das hier nebensitzen. Weiter. Das heißt, erstmal auf Suchen stellen. Ziehen wir mal hier so rüber. Dann würde ich sagen, lassen wir das als Abstand. Mal so. Und von da aus. Erstmal einfach grob. Die wollen wir weghaben, die wollen wir weghaben. Stelle ich jetzt diese Fabrik so hin? Wie sehen überhaupt die... Ne? So. Wie war das nochmal bei den Raffinerien? Raffinerien. Weil das ist jetzt das, was wir am meisten brauchen werden. Da brauchen wir 2,5 in der Länge. Und einen in der Breite, kann das sein? Ein Viertel wieder. Ein Viertel in der Breite. Wie setzen wir den Spitz? Weil davon brauchen wir 30 Stück. Dann machen wir 15, 15. 15, 15. Also heißt... Wir fangen nicht da. Da war vollkommener Quatsch. Wir fangen ab da an. Weg. So. Wir fangen ab hier an. So, das sind die ersten paar müssen wir uns überlegen, wie wollen wir es machen. Das Zeug kommt von da. Wir nehmen auch das Band und legen das hier ran. Ich würde ja vorschlagen, das hier vorne vorzusetzen. Also überlegen, das irgendwie dahin zu packen und dann von da aus nach links und rechts zu legen und dann hier entlang. Ja. Das machen wir auch. Muss da überhaupt rein? Stimmt, dafür brauchen wir das Öl. Wir fangen aber erstmal hier mit dem Spaß an. Ja, Raffinerien. Und einen davor mittig, den kriegen wir doch noch da. Nee. Wir setzen das. Ab hier. Oben drauf. So möchte ich das haben. Der hier vorne ist ähnlich wie da, der eine, der das unten verteilt. Genau. So. Sieht alles ein bisschen bescheuert. Was mache ich denn hier? Bescheuert aus. Aber wir kriegen das hin. Wir schaffen das gemeinsam. So. Das sind die Eingänge. Die Eingänge möchte ich auch auf der Seite haben. Nee, nicht verrutschen. So, und jetzt habe ich schon kein Material mehr. Wie ist das jetzt eigentlich? Spawnen die Viecher wieder? Oder? Ja. Wir werden es herausfinden. Raffinerien, noch mal eine wieder oben drauf. So. So, ich habe mir nämlich die ganzen Sachen, die wir so brauchten, ne, alle hier einmal ausladen lassen und habe die jetzt hier drin. Bedeutet aber auch, ich muss anderes Zeug da wieder reinschmeißen. Beton bleibt. So, ich hatte doch hier irgendwo... Wie war das? Das sind die vorderen. Die hinteren beiden müssten das sein, was ich ursprünglich mal in der Tasche hatte. Das machen wir jetzt so. Was brauchen wir denn? Da haben wir 2 Konstruktoren, einen aus dem Schredder drin. Okay, das nehmen wir jetzt alles in eine Tasche. Tasche? Ja.
Du kommst erstmal weg. Hier bleibt. Du kommst weg. Du kommst weg. Du, weil ja, die ganzen Verrohrungen und so, die machen wir später. Das. Dann kommt hier noch rein der Kollege, das Zeug. Und du. Sortieren. Hier kommt rein. Das. Jetzt schauen wir erstmal, was wir so zusammenkriegen. Also wir brauchen davon eine Menge, aber zu viel. Du gehst weg, du gehst weg, du. Das ist zu wenig. Habe ich nie aufgepasst. So, das hätten wir. Dann brauchen wir hier hin. Nein. Hier. Wir brauchen irgendwo habe ich hier 160 Fliegen, die ich nicht brauche, die will ich aber so haben. Ja. Passt das? Verstärkte Platten ist ein Stack, sehr gut. 440. Und 490, passt schon. Und wir brauchen Motoren. Die waren hier vorne drin. Da kann ich glaube ich so sagen, hier, das passt schon. Aua. Du hast keinen Bock. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe deine Attitüde, sie gefällt mir trotzdem nicht. Kollege, du bist ganz schön hartnäckig. Ja, sehr gut. Das hat sich richtig gelohnt, da rumzuballern. Jupp, fall mal eine Runde. Genau. Also, was machen wir jetzt? Also, wir haben gesagt 15-15, ne? Und wir haben gesagt, wir wollen erstmal hier die Kettensäge rausholen. Du weg. Du weg. Ehre. Und ihr weg. Genau. Ja. So sind drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht passt so gerade eben. Gib mir ein, passt das. 38 haben wir noch. So, acht haben wir bis hierhin. Wir verdoppeln das jetzt mal. Eine Kreatur ist im Weg. Echt jetzt? Ist die Kreatur immer noch im Weg oder ist sie tot? Ziehen wir jetzt bis dahin. Wollen wir auch einheitlich halten. Und das Schöne ist, wir können dann irgendwie auch so eine Verkleidung machen, dass das ein bisschen außen hängt. Ja, perfekt. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15.
wird quasi eine 16 noch genau hinten dran passen. Das wollen wir aber nicht. Jetzt nehme ich das nächste, worüber ich nachdenken muss, wie ich den Spaß dann übe. Wieder wegkriege. Oh, nee, das ist gut. Passt schon. So, da vorne hin. Und ja, bis da. Bin ja froh, dass ich nicht gesagt habe, ich baue hier unten, sondern pack das einen drüber. So. Und so. Ich hätte schwören können, dass ich im Weg bin. Macht aber nichts. Ich glaube, ich muss auch noch einen vierten machen, oder? Das waren jetzt hier nur die drei. Genau. Einer muss noch darüber. Da unten hin, genau. Und hier hin, ja, wegen dir. Alles nur im Weg hier. Natur. Ach. Hier runter, weg damit. Tschüss. Suchte da. Okay, irgendwo habe ich es verkackt hier. Ah, macht ja nichts. Tschüss, Baum. Steht der eine Kollege da eigentlich die ganze Zeit? Oder setzen die sich einfach nicht mehr? Na, ist auch egal. Soll gerade nicht mein Problem sein, sondern das Problem von Future Sven. Okay, dahin. Achso. Und von da aus hier hin. Okay. Da hoch komme ich nicht. Ich weiß, ruhiges Händchen sieht irgendwie anders aus. Dich drehen wir um. Packen dich dahin. Jetzt ist aber wichtig, dass ich dich auch hinten dran kriege. Irgendwann Sätze, die man so eigentlich auch nicht sagen sollte. Ah, ist jetzt wichtig, dass ich auch hinten dran kriege. Lässt tief blicken. Dahin. Da sind wir bei 18. Wir müssten ungefähr bei 15 auskommen, hätte ich geschworen. Nämlich bei 16. Warum habe ich jetzt eine zu viel? Quatsch, es waren 46, die ich brauchte. Jo, passt. Alles gut. So, hier. Und jetzt
jetzt Folgendes. Da möchte ich mir dann nämlich vorher ein bisschen Gedanken drüber machen. Erstmal hier vorne kommt diese Wand hin. Weil da kommt unser Spaß raus. So. Daneben hätte ich gerne die kleinen Betonsäulen. Oh, ich könnte. Das gefällt mir. Ja, das gefällt mir sehr. Wenn das so ein bisschen daneben raussteht. So, suchen wir mal. Und wir suchen jetzt auf diese oder auf diese Höhe. Wir suchen mal. Ja. Und dann können wir uns überlegen, ob wir hier den noch setzen. Dann können wir dann dazwischen noch ein bisschen was machen. Oben drauf. Moment, was haben wir hier? Wie sieht das aus? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir können hier oben schön glatt machen. Und zwar genau mittig. Das wird jetzt natürlich überstehen. Hätte das was? Ein bisschen Überstand? Was ist, wenn ich hier... so mache. Ja. Jetzt bis da hinten rüber. Und wenn ich jetzt hier an der Seite die ist zu steil. Ja, da hängt das da raus. Das ist schade. Weil ich hätte gerne, dass das nicht da raushängt. Was ich jetzt natürlich machen kann, ich kann hier noch einen draufsetzen. Wenn ich jemals herausfinde, was ich hier anklicken wollte. Oh, warte mal. Es gab doch dieses Dachpanel, oder? Einfaches, glattes Dachpanel. Wo war das? Architektur? Rahmenboden? Nein, nein, nein. Ich möchte kein Glasflachdach. Es gab doch dieses Flachdach. Ist das hier? Nein. Da sind die Rampen, da sind die Fundamente. Leute, helft mir mal. Es gab doch dieses Flachdach. Oder musste ich dafür das... Nee, das musste ich nicht hin... Das muss ich nicht damit machen. Auch hiermit nicht. Davon habe ich doch massig auf dem Lager gearbeitet. Verarbeitet. Warum hört ihr mir eigentlich zu? Okay. Laster. Moin. Hallo, ich bin der Sven. Und ich war auch schon sonst nicht so clever. Ja. Können wir einfach so tun, als wäre das nicht passiert. Ja, ich weiß, können wir nicht. Danke, Spiel, dass du auch mal fertig bist. Wir machen das aus Thea. Thea ist schön.
Ja, so, so, okay. Bringt mir nur nichts. Guckt immer noch da raus. Okay. Habe ich mir gedacht. Versuche ich es mal in schön. Was ist denn? Ich den mache. Dann habe ich so ein leichtes Offset da drin. Wenn ich jetzt das Teerdach da dran pappe. Dachpappe und so. Aber nee, das machen wir über die geneigten Wände. So würde dann der... sieht doch eigentlich das so mache. Ziehen wir mal hier so eine Runde darüber und da ziehen wir mal eine Runde darüber. Sieht schön einheitlich aus mit den Bögen, die da rauskommen. Und nein, ich rede mir das gerade nicht schön. Ich finde das wirklich... So machen wir das. Ja, und dann können wir sogar ein Spitzdach machen. So. Hier auf der Seite. Muss bis dahin gehen, richtig? Ja. Ja, Wahnsinn. So. Okay. Warum zum Gang? Gib mir nicht mehr. Liebes Spiel, warum ärgerst du mich so? Oh, da hätte es wäre so perfekt gewesen. Okay. Also. Die Nummer mit dem Dach. Verschieben wir dann ein bisschen. Wäre mein Vorschlag. Einmal dahin fliegen, dann laufen. Die Geräusche werden immer seltsamer. So. Ach ja, ich kann ja gar nicht fliegen. Zeigen wir uns die Seite vor. Oh. Nee, du bleibst und du bleibst auch. Langsam breche ich mir den Finger, wenn ich das hier mache. Hallo? Ja, ich bin bei den 50 angelangt. Okay. Eieieiei. Da müssen wir noch mal ein bisschen verschieben. So wie es hier ist, gefällt mir immer noch. Nicht so clever. Bedeutet aber, ich muss den da wegnehmen und muss ihn dorthin setzen. Und dann habe ich diesen Spalt. Passt in diesen Spalt eine kleine Betonsäule. Es sieht halt quasi so aus.
den machen. Und da hochsuchen. Das ist nämlich genau in dieser Größe. Und dann können wir den da reinsetzen. Und nach hier vorne raus. Soll der vorne überstehen? Ich lege mir den jetzt einfach nur schon mal rein. Wenn ich den natürlich... Oh. Moment. Wenn ich den ein bisschen nach hinten setze. Wo hatte ich den denn jetzt? Und zwar müsste ich den eher machen. Den da hinsetze. Nein. Den da hinsetze. Perfekt. Da wollte ich dich haben. Ja, so machen wir das. Da habe ich nicht immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte dich gerne weg damit. Wisst ihr was? Das hier wird unsere Stromleitung. Okay, um es mit den Worten von Bob Ross zu sagen, happy little accidents. Das bedeutet aber auch, dass wir hier keine Schräge oben drauf machen können. Da muss ich mir also noch was einfallen lassen. Ist aber halb so wild. So. Wir setzen dich hier dran. Lassen dich hier hochgehen. Lassen dich da dran gehen. Und gehen von hier aus jetzt quasi hin und sagen da. Dann sagen wir da. Dann sagen wir so kriegen wir die Kollegen angeschlossen. Das wäre schon mal hier die Idee. Was ist denn die Zeit? Die Zeit sagt, wir haben noch ein bisschen. Das ist gut. Okay. Wir haben gesagt, wir wollen hier vorne vor unseren Eingang haben. Dann machen wir... Wollen wir das so offen gestalten wie da oder wollen wir... Muss ich noch mal kurz überlegen. Wenn ich den da hinsetze und da drauf den Ausgang mache, so, das hier wäre quasi der Bereich, wo die Sachen reinfließen. Also hier hätten wir dahinter Logistik. Nein, Logistik war doch richtig. Hier, ein Förderbandsplitter. Da ist der Eingang, genau. Den setzen wir hier mittig rein. So. Obendrauf legen wir... Geht nicht. Wir legen da ein Rohr. Da ein Rohr. Ja, die Farbe müssen wir dann gucken. Die, was brauchen wir da überhaupt an... dort geht 300 Heavy Oil Residue hin. Das ist doch schon mal gut. Das kriegen wir geschissen. So, wenn ich jetzt die Durchführung nehme und genau hier zwischensetze, dann habe ich doch letztendlich, wenn ich sage, habe ich nicht dabei, muss ich mir holen.
den Platz? Jo, ich hab Platz. So, einmal hier rüber. Da hinten haben wir das Zeug. Und zwar im dritten Container war noch was. Eins, zwei. Ja, ballern. Ja, komm. Dann brauchst du auch nicht mehr da drin rumliegen. Okay. Ich habe übrigens auch die ganzen Signale gesetzt dafür. So. Ja, fall mal eine Runde, genau. Das heißt, wir hätten hier. Das ist unser Ausgang. Das ist unser Eingang. Und genauso brauchen wir jetzt da drauf. Wunderbar mittig. Das Rohr. Das von da aus. Okay, mittig ist scheinbar anders. Gucken wir mal. Das ist mittig. Wie ist jetzt? Da dran. Und dann fällt das auch nicht mehr auf. So. Damit haben wir aber unsere Grundverteilung schon mal. Das heißt, wir können jetzt hier anfangen runterzufallen. Hier einfach nochmal den Spaß in die Richtung ziehen. Da müssen wir garantiert nochmal ein bisschen Gras wegmachen. Was aber nicht so ein Problem ist. Und da kann ich hier einfach, so rausnehmen. Easy. Ruhig. Macht der hier einen Krach. Da vorne ist hier so ein blöder Vogel im Weg. So, bis hierhin. Könnten wir noch überlegen, ob wir den letzten hier hinten abschneiden. Oder ob wir das quasi als Eingangsbereich benutzen. So. Dann können wir hier... Wie machen wir das denn am besten? Wir setzen uns... Wenn wir den Kollegen hier hinpacken. Wenn wir den Kollegen da hinpacken. Würde ich behaupten, Moment, dass der hier eine blöde Kurve macht, ne? Ja, der geht hier so doof rum. Das heißt, wir müssen definitiv den nehmen, so legen. So, die Entfernung ist ja egal. Jetzt 1, 2. Dann kannst du nämlich schön gerade rumgehen. Du gehst hier drauf. Und jetzt würde ich sagen, bis wohin kommen wir? Sind jetzt so weit, wie ich kann. So, bis hierhin. Da wäre doof, also gehen wir genau mittig hier ran und sagen, dorthin. Sehr gut. Schnappen wir uns hier wieder und kommen damit bis zu dem hier und gehen hier hin. Setzen uns dort den Kollegen hin, was auch wieder passt, oder? Ja. Da, zip. Da hin. Und dann geht der Spaß. Okay, da brauche ich nicht messen, da kann ich sagen, direkt bis dahinter. Oder eigentlich reicht ja, wenn ich bis hier mittig gehe, ne? So. Jetzt
wäre die Frage, ob das, was ich vorhabe, überhaupt funktioniert. Weil ich möchte gerne so machen. So machen. Und dann. Dort oben. Ein Röhrchen. Okay, den mag er so überhaupt nicht in der Entfernung. Das war also. Nee. Die Nudel funktioniert. Okay, das wäre also die Variante, wie ich das da anschließe. Und hier würde ich jetzt hingehen mit dem Splitter. So. Du passt doch hier bestimmt noch, ne? Jetzt nehmen wir uns den, drehen den um und packen den so da oben drüber. Kollege, du bist wunderschön, aber du machst Krach. So, dann hier drüber rum. Ist gut da oben. So, und wenn wir dieses hier jetzt... Nee, den da unten will ich haben. Den will ich haben. Jetzt quasi... hierhin kopieren. Immer schön bei jeder einzelnen Maschine. Aber dafür, ich brauche hier hinten Strom. Das stimmt nicht richtig. Das stimmt nicht richtig. Dahin. Das sieht doch alles ganz gut aus, oder? Ich hoffe, ich nehme jetzt mal hier den richtigen. Ich zähle nicht nach. Nein. Hast du mich ausgelacht, Kollege? Hier vorne hoch. Ups. Das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sieht der auch noch gut aus hier? Ja. Wunderbar. So. Das sieht gut aus. Hier war das jetzt, dass der definitiv daneben muss. Da müsste stimmen, oder? Jo. Dann haben wir den. Den. Du bist falsch. Du bist richtig. Und dann kommst du hier hin. Ungefähr. Da ich ja noch nicht die richtigen Flüssigkeiten hier habe, weil hier muss ja jetzt Heavy Oil Residue rein. Können wir ja soweit alles schon mal auf der Seite fertig machen. Was ich wohl heute nicht mehr schaffen werde. Auf gar keinen Fall werde ich das schaffen. Ja, also wir schließen jetzt die Seite an. Ziehen noch eben das Black Powder schon mal so hier rüber, dass hier schon mal volllaufen kann.
So viel Zeit muss sein. Und dann war es das. Beim nächsten Mal, also ich werde dann zwischendurch hier die ganzen Anschlüsse machen. Die sehen dann alle so aus. Hoffentlich. Und jetzt hier. Warum sieht das so aus, als hätte ich die... Ja, die sind alle richtig, okay. Das heißt, wir nehmen uns jetzt den Kollegen, setzen ihn dahin. Und ja, also das mache ich alles soweit fertig, auch auf der anderen Seite. Und dann kümmern wir uns beim nächsten Mal darum, dass aus dem Öl eben Heavy Oil Residue wird. Das wir dann hier brauchen. Ja, Schwerölrückstand. Weil dann haben wir alles hier, was wir hier brauchen. Das ist jetzt so geplant, dass da einerseits Kunststoff für Kanister und dementsprechend Kanister überbleibt. Und ansonsten... Nein! Ja, gut. Ansonsten haben wir da... Das ist jetzt natürlich ein bisschen tricky hier. Na komm, rein. Ein bisschen Petrolkoks wollte ich machen, dann einfach damit ich es schreddern kann. Das werde ich aber noch ändern, weil daraus soll dann nachher Turbotreibstoff noch gemacht werden. Weil wie gesagt, wir haben da irgendwo noch eine kleine Schwefelquelle unten. Also so ein bisschen Richtung Spire Coast drüber. Müsste das sein. Gleich nochmal auf der Karte, ziehen wir gleich nochmal. Dann. Ja, komm hier. Das und den haben wir auch dran. So, perfekt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Gut. Du kommst her. Ich setze mit, nee, nicht von da oben, sondern von hier unten. Hätten wir gerne von da rein? Oder wie machen wir das? Ja, von da. Das geht hier rüber. Darüber. Bin ich jetzt direkt dran? Nein, reicht natürlich nicht. Dann machen wir es halt so. Und dann läuft der erste Kram schon. Okay, der Bogen ist ein bisschen weird, aber mein Gott. Da steht dann schon mal bei allen an. Da oben wird fleißig weiter produziert. Sehr gut. Das heißt, wir müssen hier auf der Seite den Spaß auch noch mal hinbauen. Das ist jetzt nur schon mal, damit ich da auch alles habe. Den einen können wir da vorne versetzen. Das ist nicht das Ding. Das machen wir auch direkt. So viel Zeit muss noch sein. Du kommst bitte auf diese Seite und gehst dann von dort
Komm hier. Darüber. Du kommst noch da dran. Fertig. So. Wie gesagt, das da oben machen wir auch noch. Also das Ganze anschließen hier von dem Zeug. Das mache ich offscreen fertig. Und dann sollten wir 600 raucharmes Pulver kriegen. Jetzt fliege ich da rüber, stelle mich da aufs Dach und mache von der anderen Seite einen Screenshot. Das sieht doch ganz lustig aus mit dem Ballon davor. Gut, ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Tschüss.